Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Star Stable Online. Beim letzten Mal haben wir Atlas gesucht, das Pferd von Isabel, was abgehauen ist. Und jetzt will dieser Typ, der Atlas gefunden und mehr oder weniger gerettet hat, es aber nicht einfach so zurückgeben. Und deswegen müssen wir jetzt Hand anlegen und ihm helfen. Und irgendwo unten bei seinem Haus ist so ein blöder Werkzeugkoffer, den wir jetzt holen müssen. Deswegen tun wir das jetzt mal direkt. Ich hoffe, ich bin ja richtig. Er meinte auf jeden Fall unten irgendwo. Ich weiß noch nicht ganz genau, wo. Aber ach, guck mal hier. Bei der GED. Genau, dieser Scott Buttergood. Möchte Atlas nicht einfach so wieder rausgeben, weil er ganz schön viel Ärger gemacht hat. Beziehungsweise Probleme. Und jetzt möchte er eine Entschädigung. Und da wir so sozial und nett sind, bleibt das natürlich wieder an uns hängen. Und hier ist ein Baum. Bäume stehen hier irgendwie ganz schön viel rum. Ups, ist ja schon gut dann. Kleiner Butter. Gut. Gut, dass du das Werkzeug gefunden hast. Gut, dass du mit dem Werkzeug kommst. Jetzt kann ich den Schaden beseitigen, den das Pferd angerichtet hat. Ich habe darüber nachgedacht, was du machen kannst, um das Pferd zurückzubekommen. Und es gibt da eigentlich nur eine Lösung. Wie wenn wir Butterhills uns mal wieder nicht einig werden können. Wir wettreiten, was wir wetteifern darum. Du musst mich im Rennen besiegen, um das Pferd zurückzugewinnen. Verlierst du, behalte ich es. Nimmst die Herausforderung als an. Gut, los geht's. Logisch, ich bin eh besser. Ja, und das Pferd ist ja richtig flott unterwegs, das muss man ja schon sagen. Sollte eigentlich kein Problem sein, das Rennen zu gewinnen. Ja, nein. Geht nur einmal durch die Möhrenfelder durch. Ja, ich sehe es schon gar nicht mehr. Also, das Gewinn hier sollte wirklich kein Problem sein. Er sei denn, er betrügt irgendwie, aber ich glaube, der war der Nette dieser Brüder. Deswegen denke ich das mal nicht. Sehr schön. Du hast gewonnen, aber sicherlich nicht, weil du besser bist als ich. Ich halte immer mein Wort. Du kannst das Pferd deines Freundes wiederhaben. Jetzt hör ab. Es ist wahrscheinlich das Beste, wenn ich dich zurück zu Isabel bringe. Du beginnst etwas zurück... Okay. Oh, ich bekomme ein Kleidchen. Muss ich jetzt wieder so ganz langsam neben diesem Pferdchen hertraben? Wow, man wird ja ein bisschen schneller, der gute Atlas. Welchen Weg möchtest du denn gehen? Den hier? Oh, jetzt trabt er schon sogar so ein bisschen. Das ist sehr schön. Darf noch nicht so schnell reiten, weil sonst ist das Pferd dann wieder weg. Hier durch oder den Weg? Den Weg. Ach ja, nicht mal abkürzen. Wer hält sich denn heutzutage an die Straßenverkehrsordnung? Nimmt den Weg. Heute fahren doch alle nur durch die Pampa. Ach, Atlas, jetzt komm schon. So weit war ich doch gar nicht weg. Komm. Stimmt, ich muss ja für sie auch noch diese Wurzeln wiederfinden, die sie verloren hat. Aber das sollte ich eigentlich hinbekommen. So, kleines Atlas, dann sind wir jetzt ja so gut wie da. Sehr schön.
Oh. Das können wir gucken wir uns gleich an. Ja, jetzt nein. Danke, Lara. Du hast Atlas gefunden. Ich habe schon daran gezweifelt, dass ich ihn niemals wiedersehe. Ich bin dir auf ewig dankbar. Nimm das Kleid hier als Zeichen meiner Dankbarkeit. Das ist einer meiner feinsten Kleidungsstücke aus meiner Kollektion. Das ist das Mindeste, was ich für das Suchen meines geliebten Augensterns geben kann. Okay, wir schauen uns das Kleid mal an. Oh wow, das hat sogar gute Werte und es ist hübsch. Das kann ich behalten. Ah doch, das sieht sogar ganz gut aus. Sehr schön, dann habe ich jetzt ein Kleid. Was ist das hier? Das ist der Weihnachtsmantel. Okay. Aua, mein Rücken tut so weh. Wer war das Mädchen, das einmal meine teuren Jorvik-Würzeln gestohlen hat? Ich weiß noch genau, wie sie mir geradewegs in die Augen geschaut hat, als ich hilflos unter dem Karren lag. Sie hat eine große Traurigkeit in ihren Augen. Mir kam es so vor, als ob ich sie von irgendwoher kenne. Warte, ich weiß. Das ist die Bäckerstochter aus New Hillquest. Ich weiß, dass sie Lisa heißt. Und gut kenne ich sie nicht wirklich. Aber warum hat sie das nur getan? Ach, ich weiß es nicht. Ich kann mir keinen Reim daraus machen. Ich will jetzt mit Sicherheit nicht auf sie treffen. Es ist viel zu viel auf einmal passiert. Du sagst, du würdest sie damit konfrontieren, Lara? Vielen, vielen Dank. Sie wohnt in einem der großen Häuser am Ende der Stadt neben dem Marktplatz. Viel Erfolg. Komm schnell zu mir zurück und erzähl mir, wie es gelaufen ist. Okay, das mache ich sehr gerne. Dann reiten wir mal schnell zum Marktplatz. So, wer ist das jetzt und vor allem, wo ist die? Ist die das dort hinten in der Ecke? Nope, hier ist niemand. Hä? Hier sollte doch hier irgendwo sein. Pferd rennt doch nicht gegen den Stein jetzt kommen. Ist hier unten irgendwo? Aber laut den Ausrufezeichen. Ach da! Upsala. Wer bist du? Kennen wir uns? Mein Pferd hat zugungen, ganz kurz. Ja, ich bin die Bäckerstochter. Mein Name ist Lisa. Wie kann ich dir helfen? Ich höre. Wie kannst du dir so sicher sein, dass ich Isabels Pferd mit im Spiegelsumpf erschreckt habe. Hat sie mich erkannt? Oh nein, was habe ich getan? Es war absolut nicht meine Absicht, sie zu verletzen. Wie geht es ihr? Nein, ich kann die Jorvik-Wurzel nicht zurückgeben. Es hat etwas mit meinem Ehemann Thomas und seinem Leben zu tun. Lass mich erklären. Vor einigen Wochen war Thomas aufs Geschäftsreise, irgendwo weit entfernt am Kesselsumpf. Hinter dem Eisentor, um exotische Kräuter an die Hexe Piet zu liefern. Aber auf dem Weg zu ihr fiel er in den Sumpf, in den die Hexe Pie all ihre giftigen Abfälle wirft, ohne auch nur ein bisschen an die Umwelt oder die Tiere in der Umgebung zu denken. Natürlich muss ich meinem Mann helfen, ansonsten verliere ich ihn für immer. Nein, bitte, hör mir zu. Ich brauche die Jorvik-Wurzel, weil das ist die einzigste Medizin ist, die verhindert, dass sich das Gift in Thomas' Körper ausbreitet. Es geht hier um sein Leben, glaub mir. Wenn er keine Jorvik-Wurzel zu sich nimmt, breitet sich das Gift in seinen gesamten Körper aus. Es verwandelt ihn dann in eine grausame Kreatur, der man nicht näher kommen sollte. Weder ich noch unser Sohn Edward. Ich habe schon versucht, ihm die Jorvik-Wurzel zu geben, aber das Gift ist bereits so weit, dass es ihn davon abhält, die Medizin zu schlucken. Ich weiß nicht, was ich jetzt machen soll. Thomas erlaubt es nicht, dass jemand außer mir sich zurzeit in seiner Nähe auffällt. Er hat Angst, dass er jemandem wehtun könnte, weil er seine Emotionen nicht mehr unter Kontrolle hat. Er bat mich sogar darum, Edward von ihm fernzuhalten. Er kommt jetzt jede Nacht hierher, aber
Ich kann sehen, wie das Gift beginnt, seine äußere Erscheinung langsam zu verändern. Seine Wangen sind eingefallen und seine Haut ist sehr blass geworden. Eines Abends fasste ich meinen ganzen Mut zusammen und küsste ihn, bevor er ging. Er erwiderte den Kuss und seitdem haben wir uns immer mit einem Kuss getrennt. In diesem Moment sind wir glücklich. Okay. Was soll ich tun? Ich weiß, dass ich einen Fehler gemacht habe, aber wie kann ich alles wieder gerade biegen? Das alles hat mich so wahnsinnig müde gemacht, dass ich nicht mehr die Energie dazu habe, mich um irgendetwas anderes zu kümmern. Zumindest die Sache, um die Thomas sich gekümmert hat, als er noch zu Hause und putzmunter war. Aber Rocky, wie konnte ich nur so dumm sein und Rocky vergessen? Das, was Thomas fährt und sein bester Freund, Rocky, ist mehr als nur ein Pferd und wie ein Familienmitglied für Thomas. Es sollte sich wohl sofort um ihn gekümmert werden. Wie konnte ich das nur vergessen? Was? Du willst dich wirklich um Rocky kümmern, Lara? Das ist das Netteste, was jemand für mich seit langem getan hat. Danke. Meine Freundin Natalie, die unten am New Hillquist-Stall ist, kann dir zeigen, wo Rocky ist. Es ist okay, wenn du Natalie erzählen willst, was mit Thomas passiert ist. Okay. Dann würde ich sagen, werden wir uns noch kurz um Rocky kümmern. Dann sind wir heute wirklich oft bei Natalie. Also ist an sich schon das zweite Mal. Hallo Lara, du willst dich um Thomas Pferd kümmern, sagst du? Aber was redest du da? Thomas wurde vergiftet? Wie konnte denn das nur passieren? Oh nein, jetzt verstehe ich, weshalb Lisa nicht auf meine Nachricht geantwortet hat. Arme Lisa. Wo Rocky steht? Ich habe ihm etwas fressen gegeben, damit er etwas zu Kräften kommt. Aber ich mache mir viel mehr Sorgen um seine mentale Verfassung. Rocky ist mehr sehr gesellig und sollte verwöhnt werden. Aber ich hatte keine Zeit, um mich ausreichend mit ihm zu beschäftigen. Ich habe viele Pferde, um die ich mich kümmern muss. Es könnte sein, dass er deswegen nachts so unglücklich und unruhig ist. Es hat sich immer nach einer Weile gelegt. Deswegen habe ich mir nicht wirklich so gesorgt, bis jetzt. Es ist sehr lieb von dir, dass du ihm etwas Liebe schenken möchtest. Ich habe hier Thomas Bürste, damit kannst du Rocky etwas striegeln. Rocky befindet sich auf der Koppel hinter dem Stall. Okay, dann schauen wir mal auf die Koppel hinter dem Stall nach Rocky Line. Jetzt habe ich doch meinen Pullover an, sehr schön. So, dann bürsten wir das kleine Pferd mal. Rocky sieht nach der Bürsten zufrieden aus. Ich weiß, es ist nicht einfach zu verstehen, was passiert ist, jetzt wo Thomas weg ist. Ich werde mich um dich kümmern, Rocky. Sehr schön. So. Danke, dass du ihn bürstest. Rocky liebt es, geschriegelt zu werden. Man kann richtig sehen, wie Rocky es genießt, wenn Thomas sich um ihn kümmert. Wenn wir Thomas denn noch in irgendeiner Weise helfen könnten. Rocky würde wahrscheinlich gerne seine Hufe ausgekratzt bekommen. Jetzt, wo du da bist, meine ich. Hier ist Thomas Hufkratzer. Okay, gut, dann lasse ich mein Pferdchen mal hier stehen und renne mal schnell rüber zur Koppel wieder. Und dann werde ich ihn noch schnell die Hufe auskratzen. Rocky scheint es nun besser zu gehen. Er sieht sehr zufrieden aus. Rocky macht das wirklich, die Hufe ausgekratzt zu bekommen. Du sagst leise dir selbst, dass du zurück zu Natalie gehen sollst. Ja, das machen wir jetzt auch.
Wie lieb von dir, dich um Rocky zu kümmern. Gut, aber ich würde sagen, ich verabschiede mich an dieser Stelle jetzt auch von euch. Vielen lieben Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns dann in der nächsten neuen Folge von Star Stable Online wieder. Ich wünsche euch bis dahin jetzt noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal und bis dahin. Bye bye.